nur nicht so viel. Ich hoffe, das reicht. So für 2, 3 Raptoren wird das ja bestimmt reichen, das Gehege hier. Weil die Insel ist extremst klein. Ja, du siehst ja, guck mal hier, das hast du hier nur zur Verfügung, ja. Das ist wirklich extrem klein und du musst irgendwie an Geld hier rankommen, weil du hast echt wenig Besucher. Ich schlage vor, jede freie Minute zu nutzen. Sie wissen schon, starten Sie Expeditionen, lassen Sie die Wissenschaftler etwas erforschen und machen Sie mir einen Kaffee. Mit Milch und 2 Stück Zucker. Ja, na klar. Expedition brauche ich nicht starten, ich habe schon alles auf 100%. So, warte mal, ich glaube den... Nee, 500.000, ja, braucht man für einen Raptor. Okay, 500.000, das haben wir gleich. Oh, das dauert echt so lange am Anfang, um da an das Geld ranzukommen, ey. Furchtbar. So, ich glaube, ich hätte noch nicht mal, um Expeditionen starten zu können, ich hätte noch nicht mal das Gebäude dazu. So, ich hoffe, dass gleich hier die 500.000 drin ist. Dann hole ich mir den ersten Raptor. Der kommt dann da rein und der soll hoffentlich ein kleiner Zuschauermagnet werden. Ich hoffe es. Achso, wir brauchen ja noch die Futterstation, ja. Na gut, die holen wir uns gleich, sobald wir den Auftrag gestartet haben. 559, alles klar. Haben wir ja gleich. Wie viel Geld machen wir denn eigentlich zur Zeit? 99.000 pro Minute. Okay, das geht aber noch. Das geht noch. Da habe ich schon mal schlimmer angefangen, glaube ich. Oh, gleich ist soweit. Gleich ist soweit. Und dann kann ich gleich starten. Da, 400.000. Geht doch. So. Gut. Den müssen wir den nur betäuben. Das Akkuzentrum haben wir ja, genau. Und dann packen wir den hier rein und dann müssen wir gleich noch eine Futterstation bauen. Das Doofe, dass er mir jetzt nicht anzeigt, wie teuer das ist. Ich glaube, Futterstation hat, glaube ich, 250.000 gekostet, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, wie weit ist er? 30%. Okay, geht relativ schnell. Geht relativ schnell. Wie geht's dir denn, du kleiner Ankylodokus? Hä, was macht er denn für Geräusche? Was macht er denn für Geräusche? Das ist ja furchtbar. Cooles Teil, aber. Das ist ein cooles Teil. Aber sozial, guck mal, ey, da kannst du echt maximal nur 2 Leute, also 2 davon reinhauen. Und dann ist der aber auch schon bedient. Also ist, das, ich glaube, das hat ja auch vom Ankylo übernommen. Der Ankylo war auch so. Der Ankylo ist auch so eher der Einzelgänger, beziehungsweise maximal 2 Stück davon. Ich glaube, das haben sie echt alle gemeinsam. So, warte mal, jetzt muss ich schon mal gucken. Ich glaube, 200... Ich glaube, 250.000 hat das gekostet. Aber mit dem Raptor sollte eigentlich das Geld gleich ein bisschen steigen. Wie weit ist er denn? Okay, alles klar. Gut, wie viele Gäste haben wir gerade? 285. Naja, das ist noch nicht dolle. Saurierwertung, ja. Eigentlich bräuchte man mal ein richtig krankes Vieh mit einer richtig kranken Bewertung. Das können wir uns das halt echt nicht leisten. Stygomoloch. Davon haben wir 2 Stück. Und unseren Chunky. Chunky. So, jetzt können wir den gleich rauslassen. 250.000 haben wir auch gleich. Dann können wir, wenn der da drüben ist, haben wir die 250.000 und dann können wir uns auch eine Futterstation leisten. Ja, guten Tag. Guck mal, da geht sogar die Sonne auf. So. Wir müssen ihn nun betäuben. Zack. Liebe Gäste, wir brauchen eine Futterstation. Ja.
Oh, 200.000 nur, okay. Na denn. So, betäubt ihn mal, damit ich ihn rüberschippern kann. So, zack. Sag mal, trefft ihr den nicht? Jetzt. Gut. Und rüber da. Sammle das Produkt ein. Es hört sich an, als hätte der einen LKW-Unfall gehabt und hier sammelt doch mal bitte die 10.000 Liter Milch wieder auf der Straße. Genauso ist das hier gerade bei dem. Könnt ihr nicht einfach sagen, transportiert den Dino, tralala, und hast ihn nicht gesehen. Nein, sammle das Produkt. Das Produkt hört sich irgendwie immer so falsch an bei dem. Ah, nee. Mensch, das war gerade so schön freundlich und hell, die Karte. Und jetzt muss es wieder regnen, weißt du? Unterwegs. Theoretisch können wir gleich noch mal ein bisschen drauf sparen. Auf den zweiten Rabbi. Auf den zweiten Rabbi Raptor. Aber wir müssen mal gucken, ob der überhaupt zufrieden ist mit seinem Gehege. Ich meine, das ist echt klein. Das ist wirklich klein. Produkt transportiert. Okay, Wald, Gras. Oh, der möchte sogar noch ein bisschen mehr Grasland haben. Ja gut, das Gehege ist echt extrem klein, ja. Dann würde ich ihn hier vorne nochmal ein paar Bäume klauen. Damit er noch ein bisschen mehr Grasland hat. Ja, das ist schon okay, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, okay. So. Und gestern sind auch nochmal über 100 dazugekommen, das passt schon. Das heißt, wir können uns auch gleich den zweiten Raptor... gibt es auch aus dem Chat eventuell einen Namensvorschlag für den Raptor hier? Also wenn ihr irgendeinen schönen Namensvorschlag habt für den Raptor, dann haut doch gerne mal in die Kommentare, also in die Kommentare nicht, in den Chat bitte. Und dann werde ich ihn mal umbenennen. Beziehungsweise auch für die anderen. Also wir haben den Chunky, wir haben gerade den Chunky hier bei uns, zweimal den Stygomoloch und einmal den Ankylodokus. Also wenn es ein paar Namen gibt, die ihr gerne da haben wollt, einfach reinhauen. Bacon. Welcher? Der Raptor Bacon? aber Bacon passt doch mehr. Bacon passt doch mehr zum Ankylodokus, oder? Ich meine, da kriegst du bestimmt sehr viel Bacon raus. Oder Bacon-Liebhaber. Oh, wir haben gleich wieder die halbe Million. Okay, dann würde ich noch gleich den zweiten Raptor reinholen. Also gleich. Aber ich kann ihn gerne Bacon nennen. So, Bacon. Einen wunderschönen guten Tag, Bacon. Bacon streift gerade umher. Bacon 1, 2, 3. Oh, jetzt wird das hier schon wieder dunkel auf der Karte. Das ist echt schade eigentlich. Wenn das hier so schön sonnig und freundlich ist, das gefällt mir echt besser. Als dieses dunkle Mitternachtsding, weißt du? Ich weiß auch gar nicht, wie es überhaupt auf Twitch gerade aussieht. Wenn das dunkel wird, im Stream ist es ja meistens eh noch ein kleinen Tucken dunkler, als ich das hier selber gerade sehe. Ist das eventuell zu dunkel? Würde ich da eventuell die Helligkeit einen kleinen Tucken hochstellen oder so? Das ist die Raptor Bacon Gang, alles klar. So, Raptor Bacon Gang, ihr kriegt ein neues Mitglied. Da kommt nämlich Nummer 2 jetzt. Da kommt jetzt gleich Nummer 2. So, und dann müssen wir mal langsam hier weitermachen. Wir brauchen quasi noch den Brachio. Ich habe nur das Gefühl, dass das Gehege viel zu klein ist für ein Brachio.
Ich glaube, das Gehege müsste ich echt hier noch vergrößern. Aber das müsste ich quasi hier so runterziehen noch. Weiß gar nicht, inwieweit ich mir das leisten könnte, wenn ich das ab hier so runterziehe. Ja, schon wieder zu teuer, alles klar. Wir brauchen unbedingt Geld. Wir brauchen unbedingt Geld und dann müssen wir das unbedingt machen. Also, wie sieht es denn aus mit dem Besucher? 358 ist okay. Kann ich dir noch irgendwas Gutes tun? Okay, das hier läuft auf jeden Fall schon langsam besser. Gut. Geringe Vielfalt, das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Wir machen auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Geld plus als vorher. Also die Investition mit Raptoren, das hat sich schon gelohnt. Ist denn eigentlich der Kollege? Ach da. Er ist gerade im Wasser. Na, da hört man ihn noch. Gut. Wie sieht es denn eigentlich aus wegen Einkaufsmöglichkeiten? Das sieht eigentlich alles gut aus. Spaß und Einkauf, okay. Nahrungsbewertung könnte noch ein bisschen besser sein. Gab es hier nicht ein Fast Food? Ja, genau. Den Fast Food Shop, den könnte man eventuell hier noch hinbauen. Wir könnten auch noch mal ein paar Leute rein. Ah, das sieht immer so furchtbar aus. Diese ekelhaften Kanten und sowas. Fossilien verkaufen. Dafür bräuchte man auch wieder ein Expeditionsteam. Was wir gerade zur Zeit gar nicht haben. Oh, der ist schon fertig. Zack, 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 kommt auf die zack. Liste. Aber ja, hättest eigentlich recht. Hättest eigentlich recht, Bacon. Da müsste ich aber erstmal, glaube ich, die 400.000 sparen für das. Für das Expeditionszentrum. Und wir haben auch kein Fossilienzentrum. Das habe ich vorhin verkauft. Das habe ich vorhin verkauft, weil ich alle Tiere schon auf 100% habe. Ja, und sparen und dann bauen. Ja. Aber Geld kommt gleich rein. Alleine schon durch die Tiere. Kommt das Geld gleich rein? Ich weiß, es dauert ein bisschen länger. Hole Produkt ab. So. Die Fastfood-Kette. Es gibt eine Dino-Speise. Die wird kosten 8 Dollar. Und damit sollten, glaube ich, alle zufrieden sein, hoffe ich. So, jetzt haben wir schon mal. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht, glaube ich, echt schon ganz gut aus. So, der geht jetzt darüber. Und das Geld geht immer weiter rein. Produkt wurde eingesammelt. Jetzt bin ich halt überlegen, sparen wir zuerst auf das große Gehege? Oder wir versuchen den allerersten Brachio zu kreieren, sag ich mal. Es gibt Modifikationen für das Zentrum. Nein, gibt es nicht mehr, Bacon. Gibt es nicht mehr, haben sie rausgenommen anscheinend. Ich habe das den Tag auch gesucht. Gibt es nicht mehr. Warte mal, sozial war er 1 bis 5, ja, das passt. Gut. Es gab ja auch Modifikationen für das Forschungszentrum. Das, guck mal hier, das haben sie komplett rausgenommen. Und genauso ist es jetzt auch bei den Expeditionsteams. Das haben sie auch komplett rausgenommen. Keine Ahnung warum, aber. Wenn wir die 400.000 haben, bauen wir mal ein Expeditionsteam. Also jetzt quasi. Expeditionsteam. Das bauen wir mal. Das bauen wir mal. Das bauen wir mal. Kriegen wir das eventuell noch hier hingebaut? Aber hier wollte ich eventuell das Hotel. Aber selbst dafür wird es nicht reichen. Wir könnten das auch hier hinbauen. Sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber. Oder hier? Ich will mir nicht so viel Platz auf der Karte klauen. Aber hier könnte man das machen. Was, die Schweine?
Ja, das haben sie wirklich rausgenommen. Ich habe mich den Tag auch sehr gewundert, wo ich das gesehen habe. Oder auch nicht gesehen habe. Jetzt bräuchte man nochmal 400.000 für das Fossilienzentrum, genau so heißt es. Ja, das heißt, ich weiß, ich habe das Ganze am Anfang verkauft. Jetzt bräuchten wir es mal wieder. Oh, Bacon, du bist kein Alpha geworden. Aber theoretisch könnte man sogar noch einen dritten Rabbi machen. Guck mal hier, Expeditionsteam. Das hat ja auch eigentlich mal diese Perks drin gehabt. Aber du kannst es jetzt echt nur noch deaktivieren, das Ding. Abgeschlossene Grabung. 567. Freigestellte Fossilien. Alter. Wie viel habe ich denn da schon rausgeholt? Quass. Das ist Quass. Nee, warte mal. Wir warten noch, bis wir die 400.000... Oh, wir warten noch, bis wir die 400.000 haben. Und dann können wir die ersten Expeditionen mal losschicken. Und wenn wir dann Glück haben und dann so ein richtig dickes Fossil raushauen für 300.000, das... Es bringt schon was. Ja, da hat er gar nicht so unrecht, der Bacon. Das sage ich ja gar nicht. Ne? Um 400.000, das haben wir ja gleich. Das ist ja... Urkilecki. Dann brauchen wir nur noch ein bisschen Geld, um die Expedition zu starten und dann... Dann kommt der Money. Jetzt können wir es bauen. Da, Fossilienzentrum. Kriegen wir das eventuell noch hier rein? Dann müsste der ohne Strompfeiler, müsste glaube ich weg, ja? Und dann wäre das glaube ich gar kein Problem. Oh, guck mal. Können wir sogar... Oben rein. Kriege ich das sogar noch weiter reingezwübelt? Nee, nicht ganz, nee. Den Platz sparen bauen. Boah, das geht noch. So. Cool. Dann können wir hier eventuell noch was Kleines hinbauen. Irgendwas Kleines. Aber guck mal, du machst schon extrem wenig Geld, indem du hier gar keine Aufträge annehmen kannst. Du kannst hier gar keine Aufträge machen. Und manche sind davon extrem leicht immer. Oh, wir haben schon wieder zu wenig Strom. Müssen wir hier auch nochmal investieren. Das nützt ja alles nichts. So, 19 Strom haben wir jetzt noch. Jetzt können wir eine Expedition starten. So, wir machen einfach mal systematisch, klappern wir hier einfach alles ab. Ah ne, jetzt haben wir kein Geld mehr für die zweite, alles klar. Jetzt hätten wir wieder Geld für die zweite. Können wir die wollte ich nach Australien schicken? So, zack. Jetzt warten wir einfach ab. Und dann müsste eigentlich das Geld so Stück für Stück reinkommen. So, das Ding ist fertig. Und hier kannst du auch keine Modifikation mehr reinhauen. So, Anzahl an Fossilien 0 von 18. Extrahierte Fossilien 905. Cool, dass man darüber auch mal seine Statistik sieht. Cool, cool, cool. Und jetzt können wir aber langsam sparen. Machen wir das Gehege größer und dann versuchen wir den Brachio hier reinzukriegen. Oder noch einen dritten Raptor, je nachdem. Auf was hättet ihr mehr Bock? Auf noch einen dritten Raptor? Oder wir machen das Gehege und sparen auf dem Brachio, damit wir unsere Hauptmission weiterkriegen. Wir sind hier gerade mal bei Mission Nummer 1. Ja? Bin schon ganz froh, dass die hier alle glücklich sind und dass hier... Hier ist eigentlich eine extrem ruhige Karte, obwohl die so extrem klein ist. Ich finde, es sind trotzdem extrem wenig Besucher hier. Dinosaurier-Sichtbarkeit ist 100%, das ist top. Oder ein Hotel. Hotel wäre, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Wenn wir die 750.000 zusammensparen. Ich glaube, das wäre echt gut, ein Hotel hier in der Mitte vielleicht. Ich meine, hier die einen Schienenbahnen, die braucht man hier auf dieser kleinen Karte echt nicht bauen. Ich glaube, das ist echt Platzverschwendung. Ach, ich glaube, ein Hotel könnte noch ein bisschen was bewirken. Weil an sich, Dinos zum Gucken haben wir ja schon. Und auch ein paar schöne. Oh, die sind schon da. So, verkaufen, verkaufen. Haben wir das Geld wieder rausgeholt? Ja, dicke. Ah, ist das geil. Yo, Hotel. Bacon ist dafür.
Gut. Warte mal, ich schicke nur die mal wieder los. Ein Hotel ist gut, ja. Ich würde auch sagen, schön mittig das Hotel. Warte mal, da mache ich mal die oben drauf Gucksicht. Patchbarn bauen. Ja, kleine Karte. So. Ja, das sieht gut aus. So, und jetzt haben wir das Hotel. Jetzt können wir schon mal anfangen, das Gehege ein bisschen weiter zu machen. An dieser Stelle. So, einmal wieder in den Wald weg. So, hier wollen wir lang gehen. Wir nehmen den normalen Stahlzaun. Wenn nicht, können wir den in Notfall immer noch upgraden irgendwann. Auf dem Elektro-Stahlzaun. Oh, nee, Betonzaun, ja. So. Warte, ich muss mich mal ganz kurz um die Krankheiten kümmern. Wer denn? Da. Lege weitere Aufgabe fest. So, jetzt müssen wir hier noch weitermachen. Wie viel Geld haben wir noch? 95.000, das ist nicht mehr dolle. Warte mal, hier ist ein kleiner Nico. 74.000. Zack, und jetzt wird zu teuer. Okay, gut. Aber das Gehege haben wir bald. Dauert nicht mehr lange. So, was hast du denn? Oh, du hast ja eine Erkältung. Der ist gleich fertig. Passt schon. So, wir sind jetzt bei 403 Gäste. Das hat sich ja die ganze Zeit so gehalten, so um die 350 bis 400. Mal gucken, ob sich das jetzt durch das Hotel ein bisschen anhebt. Deine infizierten Dinosaurier entdeckt. Ja, das hört man gerne. Expedition ist gerade zurückgekommen, ja? Ich wollte gerade sagen, das hat sich diesmal nicht gelohnt, aber doch hat sich gelohnt. Oh, ist auch komplett abgehakt. Na denn? Gut. Können wir jetzt hier weiterbauen? So, zack. Jetzt können wir hier das hier abreißen. Okay. So, wie geht's dir? Grasland ist jetzt auf jeden Fall top. Wald brauchten die alle mal nicht so dolle. Grasland ist, ja, ist top. Ist echt gut. Dann können wir hier hinten nochmal eventuell noch eine kleine Wasserstelle reinbauen. Ja. Und minimalen kleinen Wald hätte ich hier hinten noch gemacht. So vielleicht. Hier noch ein bisschen Grünes. Auch im Wasser. Und hier hätte ich einmal den Wald komplett weggerissen. So, zack. Na gut, das hier kann ich, das hier unten kann ich echt später machen. Brauche ich jetzt nicht machen. So, die Dinosaurier-Sichtbarkeit müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen gewährleisten. Einmal drehen, bitte. Ich denke mal, so ist okay. So. Dann passen wir das Gelände noch ein bisschen an. So. Eine halbe Million haben wir. Pass mal auf. Ich würde, bevor wir jetzt auf den Brachio gehen, würde ich nochmal gerne ein Rabi Raptor würde ich gleich nochmal machen. Sobald wir hier die 59 haben, Hammer. So, zack. Das ist noch alles zu, das passt. Das hier wird gerade noch gebaut. Eigentlich sollten Brachios hier auch reinpassen. Also von der Größe her, sage ich mal. Besucheranzahl ist geblieben sogar. Park überfüllt 0%, okay. Verkaufen. Pass auf, den wollte ich gleich nochmal losschicken. Zack. Zack. So. 500.000 haben wir schon. Dann können wir auch bald den Brachio bauen. Dreimal brauchen wir ihn insgesamt.
So, und was ich aber... Ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen Geld ausgeben vorher. Reagiere auf Nachschubanfrage. Genau. Ich würde gerne... Oh, das ist sogar zu teuer. Ich würde das gerne noch mal auffüllen, alles. Verstanden. So, ich weiß, wir gehen gleich im Minus. Weil der rechnet das ja nicht vorher ab, der rechnet das ja erst ab, wenn er es quasi macht. Der Ranger. Gut. So. 600.000 haben wir schon. Wie weit ist der Raptor? Der ist bald fertig. Und dann haben wir den Brachio. Das Einzige, was ich schon mal gucken kann, der Brachio. Er hat eine... Ja, 65% hat er plus die 40, das passt. Gut, das haut er hin. Können wir so lassen. Ich glaube, das hatte ich vorhin auch schon mal geguckt. So, Gäste. Wir bleiben echt bei 400. Okay, wir brauchen Dinos. Wir brauchen unbedingt Dinos. Um das alles noch ein bisschen anzuheben und anzupushen. Oh, wir können ihn freilassen. Okay. Zack. Und zack. Yep. So, zu den Fossilen. Na, da fehlt auch noch was. Da kommt gleich noch ein Heli rein, jetzt. So. Okay. Gut, Bacon, danke nochmal für den Tipp. Das hat doch nochmal dolle reingehauen. Gut, 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 gut. Dankeschön. So, guck mal, wir haben sogar das Geld. Und könnte den ersten Brachio... Oh,